Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Technomancer und wie versprochen aus O4 in der Börse. Und jetzt müssen wir uns hier wieder den Weg freikämpfen. Ja, ich bin ein Verräter, von wegen. So. So. Bam. Aus dem Weg, aus dem Sinn. So. Übergibt die Relikte dem Vertreter des Klerus der Versammlung. Das ist direkt in der Nähe. Ich schaffe das Tablet des Zuhälters. Betritt das Hauptquartier des ASC. Da ist also das Hauptquartier des ASC. Ah. Okay. Das heißt, bei Laser Major oder... Okay. Gut, dann machen wir es mal. Arbeiten wir uns von hier nach da. Und dann gehen wir zurück. Dadurch, okay. Alles klar. So. Muss ich in diese Richtung, glaube ich, ne? Last mineral consignments were delayed. I'm really missing the factories and workshops. Because of the war? Yeah. Oh, so viel Security. Unglaublich. Sorry, Leute, aber ich muss das leider verprügeln. Was bist du für eine schwache Frau? So. Oder wir gehen erst zum Zuhälter. Was zum... Oh, hier. Au! Na warte! Also die haben echt nichts drauf, die Leute. Hier rein? Ja, hier rein. Dann hier um die Ecke. Oh, verdammt. Das ist eine Information offenbar bewachen. So. Rein da. Ja, mit den Informationen. Danke. Those lengths people will go for sex. You see how many dignitaries are on that tablet? You might not agree with Victor's tactics, but damn if they don't work. Imagine how much opportunity he has to blackmail any one of them to support him with the agenda he's got. Once we let this all out, that's the end of the road for him, though. Nehme ich mal alles zu mir. Wir haben die Informationen, die wir brauchen. Gangsterkapuze. Beamtenhemd. Oh, hier gibt es so viel zu plündern. Alles kann ich wieder zu Geld machen. Jawohl.
Gut, das hätten wir. Auf zum nächsten Zielort auf der Karte. Zeige ich doch eher beim Zuhälter als erstes. Ja, jetzt hier. Wir gibt die Relikte. Das ist direkt in der Nähe. Greetings, Mr. Law. I know you're a religious man, and from one man of faith to another, I wanted to give you these relics and this message. Relics? Where did you recover these? Some friends and I overheard several ASC soldiers. They were going to deliver these relics to Victor for his personal use. We were outraged by their sins. So as they made their way to the colonel, we stopped their blasphemy from going any further. We attacked them and recovered these relics. How despicable! Colonel Victor must be corrected if he feels he could desecrate our relics. Anyway, you showed great bravery, young man. We need more heroes like you. The Shadow won't forget you. I am sure of it. I'll return the relics to the People's House right away. And like all of us, the Colonel will pay for his sins. I'll tell my friends. Victor will receive our support no longer. Thank you, Mr. Law. I'm so glad I did the right thing. Yay! Wir haben's geschafft. Oh. Ich brauche nur noch eine Zustimmung. Ich guck mal kurz, welche. Welche Zustimmung brauche ich denn noch? Die Volksversammlung. Wer gibt das Tablet des Zuhälters an Captain Eliza Major? Also ihr müsst es auch geben, offenbar. Okay, Pulver im Getriebe. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit der Bombe. Erlangen genügt vor Unterstützung der Volksversammlung. Für das Hauptquartier des ASC betritt das Hauptquartier des ASC. Oh Gott, noch so viel zu erledigen. Aber wir haben alles ganz schnell gemacht. Mr. Watchers schmutzige Machenschaften. Ach so, ja. Haben wir auch schon fertig. Okay. Ja. Dann auf geht's zu Eliza Major. Und von da an direkt weiter. Welchen Weg nehme ich denn jetzt? Welchen Weg nehme ich denn jetzt? Die Slums? Ja, muss ich wohl wahrscheinlich hier doch hingehen. Das ist nämlich direkt in der Nähe. Oder? Ja. Ich muss da lang gehen. Oh, ich verlaufe mich schon wieder. Da lang muss ich. Ich hasse es, mich zu verlaufen. Oh oh. Na komm. Jawohl. Und ab in den Untergrund. Oh, da ist super noch mehr Feinde. Also eigentlich die Waffe hier sind ja auch friedlich, oder? Oh, aber gut, dass ich den Eingang genommen habe, dann komme ich einfacher zu Eliza. Betritt die Börse. Hm. Überlege ich mir noch. Ja,
fahren. So, du bist weg. So. Gut, so. Oh, ich bin schon wieder in die falsche Richtung. Ich muss da lang gehen. Das ist ja so ein Labyrinth hier im Untergrund. Los, die nieder. Ah, los. Auch nicht scheiße in Gefahr. Boah, sind die stark bewaffnet worden. So. Lalalala. Tja, ihr konntet mir wohl nichts, was? Tja. Hier die Börse. Captain, good to see you. I recovered a tablet from a pimp working for Victor. It holds all the secrets his girls managed to get out of their clients. And you have evidence Victor was involved? With all those notes, he also wrote down every order Victor ever gave him. How much more incriminating could they be? Give me that. I'll pass it up the chain. Victor's gonna have a hard time recovering from a scandal like this. That's the hope, Captain. Jawohl. Das haben wir geschafft. It looks like you've been able to sway some of the principal members of the assembly. Now, the disgruntled people are gathering. One of their leaders wants a word with you. Why would he want to meet with me? He knows I'm a wanted man. Unless it's a trap. My gut tells me no. I think the Assembly's beginning to understand Victor's ulterior motives, and they know he's the one who put you on the run. You should give him a chance, and tell your side of the story. He's waiting for you in front of the curiosities. Okay. Aber bevor wir das machen, gehen wir natürlich erstmal hier seinen Sohn retten. Das ist einfach wichtiger. Erstmal werden wir den Sohn befreien. Hey, du großer Schrank. Nein, du schießt nicht mehr mit deiner blöden Pistole. Tja, das war's wohl. Und hier soll das ASC sich... Ja? Moment. Ah. Das ASC-Hauptquartier. Finde den Sohn des Richters, natürlich. Das machen wir. Hier noch mehr Unterstützung haben als förderlich. Finde Kleidung, die der Kälte am Pol widersteht. Hallo. Jetzt muss ich mal kurz auf der Karte gucken, ob wir alles haben. Okay.
So. Ist hier was Nützliches drin, ne? Im Schrank vielleicht. Nehme ich mit. Braucht eh keiner mehr von euch. Serum. Was ist da im einen Raum weiter? Ah, okay, der ist ein zweiter. Dann bin ich ja richtig hier. Nichts. Ja. Ach, im Untergeschoss ist das. Okay, halt im Untergeschoss. Hallo, freue ich mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Da geht es zum Sohn, okay. Nein, folge nicht zum Sohn. So, die sind ausgeschaltet, aber ich brauche immer noch die Sachen. Moment mal. Ach, das ist alles hier, okay. Dann muss ich ja doch hier lang. Ah, komm schon. So. Hier müssen jetzt Klamotten sein, ne? Na komm, geh down. So. Jawohl, Kleidung. These body suits should help us. From what I gather, we just put them on over our clothes and it'll help protect us from the cold. Perfect combination of combat gear and weather protection. Maybe we'll get lucky. And these are all Victor has and he'll be slowed down needing to make more. Nice hope. Victor doesn't seem like the kind of guy to underprepare though. Tja, bitte aber wo müssen? Dann retten wir erstmal den Sohn. Denn der ist jetzt auch wichtig. Who are you? You're not a member of the ASC. What are you? How did you get in here? You Simon Judge's son? Your father asked me to find you and bring you home. Bullshit. My father abandoned me years ago, and now he comes to rescue me from the only people who have cared for me since? He don't give a damn about me. Can't you see I'm happy here? The ASC is my new family. Get out. Hmm. He didn't abandon you. The ASC kidnapped you, and have been using you to blackmail your father. He's been following their demands for the past 4 years, all to keep you safe. As soon as he learned about your whereabouts, he sent us to bring you home. Why the hell should I believe you?
Because I'm telling you the truth. I know it doesn't make any sense right now, but the ASC's chief, Victor, had you kidnapped years ago to manipulate your dad, and your dad never knew who had you. Your dad only figured it out after he was asked to just openly support Victor's power grab. Once he knew, he sent us. Where is he? If it's true, then where is my father? Go to the Curiosities, a bar in the slums. Wait there and your dad will meet you. If he's not there when you get there, just ask the bartender to hide you for a while. He's used to that kind of thing. Jawohl, wir haben's geschafft. Let's go see the judge. Break the good news that his son's finally free of the fucking ASC. Yeah, wir haben's geschafft. Gut, raus mal. Und dann verlassen wir schnell mal hier das Gebäude. Ich will nicht so länger wie nötig hier drin bleiben. Ah, war klar. Au, du großer, breiter Schrank. Mein Gott, was hat der alles für lange Typen hier beim AC? Also ihr könnt echt gar nichts, offenbar. Was könnt ihr eigentlich? So. Wir haben alles geschafft. Ich bin stolz auf mich. Aber mal so schnell wie möglich wieder raus. Lalalala. Hope the judge will forgive the shape his son was in when we found him. Without proper care, such a wounded mind might well return to Victor on its own. The judge will just be happy to have his son back in any condition that's breathing. He'll get him back on track. Yes, yes, I suppose. Sad how vulnerable the mind can be made to be, especially in the young. A tragedy. Wir sind schon wieder lebendig. Der eine ist hier lebendig. Komm. Ich bin schon wieder lebendig, ey. Die Bewusstlosigkeit war aber nicht sehr stark. Dann gehen wir mal eben. Betreten wir mal eben den Untergrund und dann beende ich diese Folge auch für heute. Wir haben nämlich fast die komplette Liste abgerattert, außer dass mit Scott und Amelia. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich diese Quest von Nisha da zu Ende kriege. Aber das machen wir vielleicht in einer der nächsten Folgen. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.